mein Urgroßvater war auch schon Schneidermeister und so bin ich eigentlich damit aufgewachsen. Nach meinem Abitur dachte ich natürlich, ich muss studieren, weil das irgendwie so vorgegeben ist. Und dann habe ich halt überlegt, ja, Modedesign, das ist schon die Richtung Schneidern, aber dann habe ich ein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr in einem Modeunternehmen und habe ganz schnell gemerkt, dass ich eigentlich nicht nur das Design machen möchte, sondern wirklich das Handwerk lernen möchte. Da muss ganz viel Liebe und Leidenschaft dabei sein. Also ich glaube, sonst kann man das nicht machen, weil es ist schon ein anstrengender Job, aber auch ein Job, der ganz viel zurückgibt. Ja, ein Freund, der jetzt nur auf der Couch rumhängt und der vielleicht noch gar nicht weiß, was er machen möchte, also dem würde ich echt erstmal empfehlen, mach mal ein Praktikum und geh mal auch in praktische Berufe, nicht nur das, wo man vielleicht auch in der Ausbildung gleich das höchste Gehalt verdient, weil vielleicht bringt ihn das auch nicht weiter und dann hängt er wieder nur auf der Couch und denkt, wozu macht er das, und einfach mal ausprobieren.